Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 2 als Herzog Grrgr der Zweite von Gummibaum und Teddy. Ich muss als erstes eine Vorwarnung geben. Es ist leider soweit. Es ist die Zeit gekommen, die in jedem Gummibaum Let's Play hin und wieder kommt. Und es ist die folgende. Ihr habt keine Folge für übermorgen, aber ich habe keine Zeit zwischen jetzt und übermorgen eine Folge aufzunehmen. Also muss ich jetzt gerade aufnehmen, obwohl ich gerade leider 4 Bier intus habe. Das heißt, es könnte jetzt für die strategische Planung dieses Let's Plays nicht von Vorteil sein. Normalerweise ist es aber gut fürs Commentary. Einmal muss halt so ein bisschen abwägen, was besser ist. Also ich bin nicht stolz drauf, es tut mir leid. Ich mache es nicht absichtlich. Just happens. Das ist so wie Erdbeben oder Hurricanes oder... Nein, nimm mal das hört sich alles so schrecklich an. Nimm mal das Schöneres. By the way, ist mein Mikro zu laut? Moment mal, ich dachte, ich hätte gerade erst gecheckt. Wait a second. Hurricanes. Dabei können wir uns überlegen, was gibt's Netteres als Hurricanes? Ein warmes Sommerlüftchen. Es ist auf 100%. Es hat sich auf 100% gestellt. Yo, ich schwör's euch, ich habe gerade noch draufgestellt, bei 90, vor 2 Minuten. Schiebo. Absolute motherfucking Schiebo. Alright. Okay, das Spiel hat's auf mich abgesehen. Ich sehe schon die Technik auch noch. Nicht nur das Bier. Okay, wir sind Herzog Grrgr von motherfucking Gummibaum. Das ist schlecht, oder? Holy shit, ich habe keine Geschwister. Ich hatte Eltern, which is dope. Wait, ich muss ja Geschwister haben. Ich habe ein Geschwisterchen, sorry, Trinket. Alles ist cool. Ich habe alles unter Kontrolle. Don't shit your pants. Wir brauchen nicht mehr besonders viel Zeug, um... Genau, wir müssen eigentlich nur noch dich einnehmen, oder? Is this my job now? Ich glaube, this is my job now. Okay, wir müssen auch noch irgendwelche offene Ratspositionen. Und dann können wir nämlich ein Königreich gründen. Das ist ein Ö und kein O. I got this. Keine Sorge. Die Folge wird übrigens auch ein bisschen kürzer als die anderen, damit ich möglichst schnell aufhöre, aufzunehmen. Das mache ich so in Strategiespielen, weil sonst geht dann irgendwas grausam schief. Und dann zeigen alle auf mich und sagen, wieso, Gummibaum? Wieso? Hast du nicht besser geplant? Und dann sage ich, ja, come on, Leute. Ist aber auch schwer. Ich hatte so ein großes Backlog. Ich hatte, glaube ich, noch nie so ein großes Backlog wie in diesem Spiel. Und dann auf einmal passt du 3 Tage nicht auf und ist shit. Übermorgen ist eine Folge. Dazwischen muss man wandern gehen. Dann hat man eine Geburtstagsfeier und fuck, there's no time. Arbeiten muss man auch noch irgendwann. Das ist schrecklich. Nein. Ich könnte natürlich auch einfach einen Tag auslassen. Aber ja, das lässt mein professioneller Stolz nicht zu. Wobei das keinen Sinn macht, weil das nicht meine Profession ist. Aber mein Hobby-tueller Stolz lässt es nicht zu. Something like that. Heidi. Sind wir nicht mehr bedrohlich? Wir sind nicht mehr bedrohlich. Wir sind überhaupt nicht bedrohllich. Niemand muss sich... Übrigens, meine Katze spielt. Ich hoffe, das hört nicht allzu sein. Wie hast du dich gerade schon wieder von selber raufgestellt? Ich schwör's euch, ich werde paranoid. Hat sich das scheiß Mikro gerade schon wieder selber auf 100 hochgestellt, während ich aufnehme, das verdammte Drecksgerät? Nein, okay, jetzt ist es auf 90. Ich wäre nicht paranoid. Es ist wirklich so. Ich schwör's euch, dieses Mikro hat ein Eigenleben. Es versucht, meinen YouTube-Channel zu sabotieren. Ich glaube, die Hexenmenschen sind dahinter. Oder die Illuminati. Oder die Freimaur. Okay, wir lassen es schon wieder sein. Das ist okay. Bobo Cave, nobody gives a shit. Okay, wir haben ein Event. Yo, Event. Da. Rupert, wenn man es nicht deppert aussprechen will, bat mich darum, ihm ein paar Sachen vom Markt mitzubringen. Er bezahlt mich sogar dafür. Wirklich leicht verdientes Geld. Rupert wird eventuell Verträge? Ja. Okay, Moment. Das Spiel sagt mir, Rupert wird eventuell verzagt. Aber hier steht Träge. Wir wollen nicht Träge haben. Dude, gib mir so ein Prestige, Motherfucker. Packte. Sie hat nicht mal... Du bist 1,6, das ist ja lächerlich.
Wieso rennen wir sie nicht einfach über den Haufen? Wir rennen sie jetzt einfach über den Haufen, oder? Shouldn't that be the plan? That should totally be the plan. Wobei, gebe ich das dann irgendwem? Mit wem? Nein, das ist mein eigenes Herzogtum da, oder? Na, das ist das, was ich behalten will. Aber ich hab doch schon 7. Wieso habe ich 7 von 5 in... Habe ich Sapo oder so eine Scheiße? Ich habe Sapo oder so eine Scheiße. Weil ich dir nicht mehr geben wollte, gell? Weil du... Dude, habe ich dir alles gegeben? Bist du der gleiche Dude? Graf Grizzly? Graf Björne, okay. Gott sei Dank. Nicht dasselbe Dude. Das ist ein anderer Dude. Zwei verschiedene Dudes. Okay. Na, dann geben wir dir Sapo. Weil du liebst mich dann, eh. Und checken uns Kasogia. Na voll. Auf was warte ich noch? Habe ich einen Friedensdings? Katze, du bist so nervig. Hör auf, mit dem Ding zu spielen. Du spielst seit 5 Stunden damit. Also nicht seit 5 Stunden, das will ich nicht. Wahrscheinlich schon. Will ich es nicht wissen? Ja. Würde ich nicht wissen, wollte ich sagen. Wieso kann ich dir? Oh, genau. Genau. Du hast 3, guck mal. Hier ist aber auch nix. Ja, genauso nix. Hast du ihn gepackt? Mit Nelly Cave. Wer ist Nelly Cave? Nein, wer ist Nelly fucking Cave, Action? Bitte, ist ja lächerlich. Ist ja komplett lächerlich, bitte. Wieso sagt sie mir so ein Bullshit überhaupt? Das ist ja nicht auf meinem Niveau hier. Nicht auf meinem Niveau. Fuck it. Kriegerclan. Jetzt. Was? Dude. Hebst du gerade? Ja, das ist mein T-Shirt-Katze. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich weiß nicht, sie klagt gerade dermaßen, ich glaube, ich hört das nicht, Gott sei Dank, weil ich mein Mikro gut eingestellt habe, aber sie beklagt gerade den Tod meines T-Shirts, das am Boden liegt, aber wie auch noch. Ja, okay, sorry, mein Fehler. Ich bin leicht abzulenken. Die Jure, which one is better? Ich glaube, der ist better. Jesus, shut up, ich rede nicht mit dir. Oh mein Gott, this is horrible. Let's go. Na, ich mag meine Katze eigentlich sehr gerne. Ich schreie sie nur an. Sie schreibt mich auch an die ganze Zeit. ich nehme das und das. Also ich schreie sie nicht tatsächlich an. Ich schreie sie von ca. 15 Meter Entfernung an. Und es, glaubt mir, es rührt sie nicht im geringsten. Mir völlig egal. Sie beklagt immer noch mein totes T-Shirt. Gummibaum, klaubt deine Wäsche vom Mund auf? Ja. Chill. Okay, Goldie. Haben wir irgendwelche gescheiten... No. Ich habe keine gescheiten Befehlshaber. Wieso habe ich einen Zweier... Bobo Befehlshaber von... What the fuck? Ja. Haben wir keine... Ich habe keine besseren Befehlshaber als der da. Bobo Cave? But why? Bamse! Ist meine Mutter. Ich meine Mutter. Ich meine, sie ist. Ja, lass mal meine Mutter mal hier ordentlich was anführen. Jo, Mama, mach alle fertig. Ja, Mama muss mal für Ordnung sorgen, ja. Let's go. Okay, wir können dann nachher alle da. Eigentlich ein Stack-Wipe sein, ist es auch. Es ist nur die Frage, wie schlimm das hier wird wegen dem... Was haben wir für ein Supply-Limit? Ich habe schon ein bisschen was gelernt. 14,8. Und wir sind benachbart zu unseren eigenen Landen, das heißt... Sollten wir eigentlich kein Problem haben. Zumindest jetzt, was haben wir? Ja, wir sind mitten im Winter, also dann sollte es ja eigentlich nie ein Problem sein, oder? Wenn es jetzt kein Problem ist. Hm, die haben ein ordentliches Fort hier drin. Guck, ein 2000er hier. Jo, jetzt haben wir ein Problem. What's the problem? Jetzt ist das Versorgungslimit plötzlich kleiner geworden. Wieso? Okay. Teilen wir die Scheiße einfach auf. Mit Scheiße meine ich mein wunderschönes, großartiges Herr. Let's go, fuck you. Du. Das ist so epische Musik, es ist wunderbar. Ich fühle mich sehr episch. Wobei meine Katze hat aufgehört, mein T-Shirt zu beklagen. Ja, es ist aber nicht aufgestanden. Es ist ein bisschen
ein bisschen fake, wenn du zuerst rumheust in dem T-Shirt. Das ist immer noch tot. Das interessiert dich gar nicht. Yo, Leute, verlieren wir das gerade? Wieso verliere ich das? Fuck. Wieso verliere ich die blöde Schlacht jetzt auf einmal? Ich hab überhaupt keinen Bock, diese Schlacht zu verlieren. Ja, Niederlage, I got it. Das, weil ich nicht auf die Befehls aber aufgepasst habe. Ich glaube langsam. Verlieren wir die zweite Sau noch? Ich hätte ihn nicht kommen. Habe ich? Nein, ich habe überall keine Befehls aber. Ja, nice. Das habe ich gut gemacht. Das habe ich echt. Wow. Come on. Come on. Das kommt davon. Shit, jetzt kommen da noch 1600 von ihm. Yo! Okay. Yeah. Hau dich mal da rein. Okay, nicht mehr Kriege führen ohne Befehls, aber egal. Zu schlachten. Wozu ein Charakter? Ja, nein, nicht kein Charakter. Alles rein hier. Jesus. Bamsti. Mama auch dabei. Geh mal nach Azov. Und du kommst auch dahin. Er schafft es noch wegzulaufen. Ja, ich habe das vorher gesagt gehabt. Und über den Fluss da angreifen, ist das eine gute Idee? Ich meine, ich habe. I got numbers. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Hat er es echt geschafft, sich zu verpissen? Okay, fuck it dann. Wir gehen da runter. Wir haben plus 47%. Solange wir da genug. Genug Siegen passt schon. Egal wie verkeckt ich es habe vorher. Es macht keinen Unterschied, weil wir zu überlegen waren am Anfang. Hoffe ich. Meine kleine Hoffnung. Okay. Nachdem die Katze lange genug über mein totes T-Shirt geklagt hat, versucht sie jetzt den Tod einer Plastikkugel herbeizuführen. Ich glaube, du bist das dümmste Lebewesen, das ich wirklich gern habe, Katze. Ich glaube, unter dem IQ könnte man es nicht mehr machen, weil dann wärst du mehr so ein Felsen oder so. Können wir bitte vorher das hier wegsiegen, bevor du mir mein Manage wegsiegst, du Idiot? Come on. Wir sind mehr als doppelt so viel. Du bist nicht mehr als doppelt so viel. Also easy, was machen wir hier? 4,6. Junge, das dauert ewig. Was machst du hier? Auch 4,6? Das ist eine Bodenlose. Wäre noch immer mehr da drüben. Das sind immer noch 7000 Leute, haben wundert mich gerade ein wenig, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, wir hätten weniger. Jetzt habe ich plötzlich minus 5%. Warte du nur mal kurz einen Meter. Wenn ich deinen scheiß Hellarktonsni angesiegt habe, dann schauen wir noch, wer hier minus scheiß 6% hat. So, das war vielleicht ein bisschen viel Emotion. Ich habe gesehen, wie Roar meine neuen Holzspielsachen anschaut. Ich könnte sie mit meinen Sachen spielen lassen. Kannst du Anhängigkeit führen? Können wir wissen, was Anhängigkeit ist? Was ist Anhängigkeit? Okay. Was ist Anhängigkeit? Come on, sag mir wenigstens, was es ist. Kann nicht so schwer sein. Okay, da hätten wir. Bin hingegen neugierig. Träge verspielt. Zaghaft herzlich. What the fuck ist anhänglich, Junge? Manipulierbar. Gewissenhaft. Neu pingelig. Grübisch überheblich. Eben. Es gibt einfach gar kein anhänglich. Das ist gar nicht so ein Ding. Was ist Anhänglichkeit? Rawls Meinung von Herzog Grückr dem Zweiten ändert sich. Ja, fuck it denn. Es ist zu schön, mit anderen zu teilen. Herzlich? Yo, let's go. Ist herzlich schlecht? Ich glaube nicht, dass herzlich schlecht ist. Okay, herzlich. Was habe ich? Poet und herzlich, soweit, okay. Ich meine, ich bin ein pretty swell dude, wie es aussieht. Abgesehen davon, dass ich gerade einen Krieg vom Zaun gebrochen habe, in dem wahrscheinlich tausende von Leute sterben. Aber hey, ich bin herzlich. Man kann nicht immer nur aufs Negative schauen, oder? Ein paar Kriege müssen sein hin und wieder.
Ihr als Deutsche müsst es doch wissen. Alright, I'm stopping. Es ist der Alkohol! Es tut mir leid. Man ist verpflichtet als Österreicher hin und wieder, wenn man ein bisschen Bier getrunken hat, über Deutsche herzuziehen. Muss man machen. Auch wenn wir überhaupt kein Recht dazu haben. Ist mir völlig klar, aber darum geht's nicht. Krieg ich dich jetzt noch da drüben? Plus 8%? Wieso hatte ich vorher plus 5000%? If I might ask. Okay, da haben wir jetzt sogar Befehlshaber. Look at us go. Fancy motherfuckers. Ja, können wir das jetzt gewinnen vielleicht, wenn ich doppelt so viele Leute habe und tatsächlich Befehlshaber? Dankeschön. Bam! Und ich habe so viele Gefangene mittlerweile. Hat sogar eine Nalle von Caveland. Caveland auch ein super Eisbären. Na, da sind jetzt mittlerweile ein paar Leute in diesem Krieg drin, habe ich das Gefühl. Bekommen plötzlich die ganze Zeit irgendwelche 5000er Leute darunter? Yo, I don't think so, my friend. Oh, jetzt sind wir 1300 plötzlich wieder da. Wo nehmen die Leute her? Yo, wieso habe ich jetzt auf einmal wieder 7000? Ich hatte gerade nur 6000. Okay, I don't know what's happening. It's fine. Ich habe nie gesagt, dass ich mich auskenne mit dem Spiel. Okay. Wir gehen in die 2000. Ich hoffe, es sind 2000. Ich hoffe, es sind jetzt nicht plötzlich nächste Runde 5000. Also nächste Runde. In 5 Tagen. Und wir machen die jetzt mehr. Ja. Das war mein Plan. Und dann können wir ihn beim Königreich gründen. Ich weiß nicht, ob wir dafür erwachsen sein müssen. Jo, mag mich eigentlich mein Hofspitzel? Jo, mein Hofspitzel mag mich 16. Okay, sure. Was ist mit meinem Regenten? Mein Regent ist meine Mama? Okay. Ich glaube, ich habe das recht. Ein recht gutes Setup hier am Laufen. Okay, wir können kurz mal ein Speed drauf. Was mit dir? Ich habe danach über Heirat und. Mit wem bist du? Meine Mama? Revolten und so shit. Danke, nein. Mama will wieder heiraten, ha? Huh? Will Mama wirklich wieder heiraten? Sie ist 29, man könnte Mama schon verheiraten. Aber ich möchte Mama kurz noch behalten als Agentin. Wenn ich volljährig bin, dann können wir darüber reden, ob wir Mama wieder verheiraten wollen. Aber für einen Moment. Für einen Moment brauche ich Mama, okay? In Not kein Bastarde. Ich meine, wir sind soweit fertig eigentlich. Muss ich jetzt noch in den anderen fertig machen gehen? Apparently. Ich habe doch hoffentlich jetzt hier bitte... Wo sehe ich, wer das Kriegsziel hat? Kosoge, ich habe das Kriegsziel. Wo sehe ich, wie viel Ticking War Score ich bekomme? Ah, shit. Jetzt muss ich ihn wieder rauflaufen. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf, aber bitte. Gehen wir halt. Oder ich bleibe einfach hier unten hocken. Wir sind 60%. Wisst ihr was? Kommt hier doch zu mir. Wieso muss ich mich immer anstrengen, hä? Ich gehe kurz runter und nochmal das ganze... Maybe. Naja, da kommt einer mit 1500. Ah ja, da bist du wirklich dahin? Naja, da habe ich auch nicht gedacht, dass da wirklich hin ist, Junge. Kannst du schnell genug weglaufen? Oh, da ist jemand nicht schnell genug. Hättest du wohl nicht pieken sollen, Junge. Bam. In your face. Geh mal kurz dahin zurück. Ich glaube, ich werde die kurz mal wieder alle runterhauen. Alle nochmal neu raisen. Mal, glaube ich, ein bisschen mehr Truppen. Solange ich den eh gerade laufen geschickt habe. Aufgrund von Hofintrigen, die eure... Oh, no. Die eure Logik und euren Verstand weit überschreiten. Oder eure Agent durch jemand anderen ersetzt. Okay, du das wenigstens nicht. Ehrgeizig, aber... Einverstanden? No, wo ist meine Mama? Wo ist meine Mama? And why is she not here? Ich finde das überhaupt nicht okay. Wir haben hier mal Militär. Ja, wir haben schon zu viel erforscht. Verbesserte Wohntürme. Burginfrastruktur. Burgstädtchen 4, let's go.
Ja, wir sind schon fast, wir sind wieder auf 8000 hier mit allen zusammen. Ich glaube nicht, dass du das hier tust, mein guter Freund. Jetzt zurücksiecht. Nachfolger! Plötzlich höre ich, wie sich in den Büschen etwas bewegt. Ich frage, wer dort sei, bekomme jedoch keine Antwort. Neugierig. Ja, etwas Unangenehmes, aber do you wanna kill me? Ich weiß nicht, ob das passieren kann, aber ich habe ein bisschen Angst davon, aber machen wir nachforschen. Ich war der verletzte Vogel, der wohl aus dem Nest gefallen ist. Vielleicht kann ich ihn als Haustier halten, bis er wieder gesund ist. Neugierig ist amazing. Okay, ich bin pretty dope, actually. Von einem diplomatischen Standpunkt aus gesehen. Bam, übrigens. Und außerdem gleich diesen Krieg hier gewonnen. Ich meine, ich muss sagen, für einen 10-Jährigen schlage ich mich recht gut. Für einen 10-Jährigen mit 4 Bieren, Tuss. Was soll ich sagen, ist das Mittelalter. Don't judge. Wo zum Geig ist? Gehst du jetzt wirklich dahin, aufs Maul zu bekommen? What the fuck are you doing with your life? Ey, wir haben 100%. Stop it. Forderung erzwingen! Yes, Kusuge ist mein. Und jetzt, du hier? Stop being a dick. Graf Bjarne von Asov. Kriegst nämlich jetzt noch einen Landtitel, und zwar Sarpa. Nope. Yes. Sarpa, sorry. Sarpa. Okay, der Rat will es nicht, so. Okay, nein. Ich kann das Königreich erstellen! My dudes. Ich kann es mir nur nicht leisten. Alright! Nächste Folge wird das Königreich erstellt. Alles wird großartig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß zuzusehen. Wenn das der Fall war, lasst doch ein Like zu, abonniert den Channel. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.